Vor allem, wenn sie euch nicht gefällt oder wenn sie dir nicht gefällt, dann ist doch schön. Du musst ja nicht, du bist ja nicht mit ihr zusammen. Ich bin ja mit dir zusammen. Sie muss ja mir gefallen und nicht dir. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnitsch. Willkommen zu einem neuen Video hier in meinem, auf meinem Kanal, zu einem neuen Black Ops 2 Video. Heute wollte ich mal über etwas sprechen, und zwar wollte ich euch sagen, dass ich euch alle liebe. Und das meine ich wirklich ernst, ich liebe sogar die Hater. Ich liebe jeden von euch, weil ihr mich einfach immer wieder unterhält. Normalerweise sollte ich euch ja unterhalten, was ich ja auch tue, aber ihr unterhält mich in der Gesamtheit wesentlich mehr als ich. Ja, genau. Er wollte auch was dazu sagen, den stellen wir erstmal auf stumm. Ich hasse das, wenn die in der Lobby reden, als hätten die keine Hobbys. Ich wechsle mal in die Lobby, ich habe keinen Bock auf diese Map. Immer, ihr könnt Leute fragen, die bei mir zu Hause sind, irgendwelche Freunde, die das sehen. Immer wenn ich Hater-Kommentare lese, dann muss ich immer lachen. Und wenn ich nette Kommentare lese, muss ich lächeln. Und beides ist eine gute Sache. Ich muss bei keinen Kommentaren weinen irgendwie. Weil ich mache diese ganze Sache schon ziemlich, ziemlich lange. Und im Endeffekt unterhält es mich nur und es ist mir eigentlich egal. Also, es ist mir ja wirklich vollkommen egal. Und das wissen einige Leute nicht. Sie denken, wenn sie mich beleidigen, dann verletzen sie mich. Ob es auf Facebook ist, ob es irgendwie auf YouTube ist. Ich meine, ich werde überall irgendwo beleidigt. Ja? Ah, ich habe mein Mikrofon. Ja, ich stelle dich jetzt mal auf stumm. Auf jeden Fall, alles wird gut. Ich stelle euch mal auf stumm und dann könnt ihr später weiterreden. Ich habe alles gestumm. Okay, noch einer, alles klar. Gut, den stellen wir auch auf stumm. Oh, jetzt habe ich nicht geschafft, sorry. Jetzt muss ich setze kurz mein Headset auf. Jetzt werdet ihr ihn hören. Gut, ich... Also, das Problem ist allerdings, ich hatte zum Beispiel letztens meine Freundin da und es gab viele Diskussionen. Ich meine, oh, die ist so hässlich, oh, die ist so scheiße, wie kannst du nur, such dir mal eine hübschere, Mann, die ist voll männlich, die geht sicherlich zur Hauptschule und so weiter und so fort. Da gab es ja viele Diskussionen und Debatten, genau, das wollte ich sagen. Es gab einfach viele Diskussionen, Punkt. Ein anderes Wort fällt mir dafür jetzt nicht ein. Es gab Diskussionen, Punkt. Und ich meine, ich liebe Diskussionen, ich meine, ich liebe es zu diskutieren, falls es einige nicht wussten. Aber kommt schon, Leute, ich meine, ich bin ich und andere sind andere. Und meine jetzige Freundin jetzt, ne, die neue, die liest die Kommentare. Und ich meine, egal wie sehr Leute auf cool tun, abgesehen von mir natürlich, sie sind meistens nicht so cool, wie sie tun, weil sie sind innerlich, vor allem wenn es Mädchen sind sie sehr... schwach. Also ich finde, ist einfach ziemlich traurig, dass manche Jungs... Nee, ich meine das jetzt ernst. Ich finde das wirklich traurig. Ich beleidige nie Mädels. Egal, ob sie hässlich sind oder fett oder keine Ahnung was. Weil ich einfach weiß, wenn man Mädel beleidigt, das ist nicht so, wie wenn man mich beleidigt. Mich könnt ihr den ganzen Tag beleidigen und ich finde es witzig. Ich lache einfach nur drüber. Und es hat seine bestimmten Gründe, die ich jetzt nicht erwähnen muss. Aber Mädchen, kommt schon, Leute. Irgendwie, das ist schon traurig. Die meisten Jungs, die das wirklich tun, Die bekommen einfach keine Mädel. Also die sind einfach eifersüchtig zum Teil auch. Nicht unbedingt auf mich, aber einfach, ich weiß nicht, vielleicht verzweifelt oder sowas. Ich meine, selbst wenn sie hässlich wäre, also wenn jetzt ich eine Freundin suche, die hässlich ist, dann ist es doch meine Sache. Also ich meine, es ist mein Geschmack, es ist meine Sache. Deswegen, kommt schon, Leute. Ich kann doch entscheiden, mit wem ich zusammenkomme. Und ich habe mich schon mit tausenden Mädels getroffen. Das gehört bei mir zum Alltag eigentlich, wenn ich keine Freundin habe. Gehört das bei mir zum Alltag. Und ich kann mich entscheiden, welche mir am meisten gefällt. Das mache ich mal persönlich. Und ich verliere jetzt ernsthaft. Oh, Mann. Jetzt verliere ich auch noch. Also ich hoffe, ich werde jetzt einfach... Ja, genau. Du bist auf Droge, Alter, du Bastard. Ich hoffe, ich werde nicht verlieren, aber ich bin echt richtig schlecht im Multitask. Und gar nicht multitaskfähig. Und das ist gerade ziemlich peinlich. Ach, du Scheiße, meine Güte. Oh, ich hoffe, ich werde nicht verlieren. Das ist ziemlich, ziemlich erbärmlich gerade. Oh mein Gott, ich versuche mich ein bisschen mehr zu... Aber ich versuche immer was zu sagen. Oh mein Gott, wenn ich verliere, dann ist es peinlich, Mann. Oh mein Gott, 14 zu 16, willst du mich verarschen? Ich verliere wirklich selten. Aber ja, ich versuche jetzt mich einfach mehr aufs Thema zu konzentrieren. Und zwar, im Endeffekt ist es ja meine Freundin. Und ich fand das ein bisschen schade eigentlich, dass die Community dann so wirklich darauf reagiert. Ich meine, gut, Dislikes hin und her, stört mich nicht wirklich. Ich meine, ab und zu mal gibt es auf ein Video irgendwie viele Dislikes, meinetwegen. Ich glaube, das hatte 3000 Dislikes, 4000 Likes. Okay, sage ich mir, kann man nichts machen. Stört mich jetzt auch nicht unbedingt so, ne? Aber wenn ich mir so denke, okay, diese Kommentare... Ich meine, das liest sie ja auch irgendwie und
allgemein jetzt, allgemein Mädels, kann ich euch nur fürs Leben mitgeben, auch an die Hater oder insbesondere an die Hater, weil meine treuen Fans, die sowas niemals schreiben würden, die irgendwie wissen, wie man, ne, Mädels halt klar macht, die würden sowas niemals machen, weil sie einfach wissen, vor allem wenn sie euch nicht gefällt oder wenn sie dir nicht gefällt, dann ist doch schön, du bist ja nicht mit ihr zusammen. Ich bin ja mit dir zusammen, sie muss ja mir gefallen und nicht dir, ne? Genau. Ich muss einfach immer wieder drüber lachen, ich find's so lustig. Oh nein, sie geht zur Hauptschule. Stellt euch mal vor, sie würde zur Hauptschule gehen oder sie wäre 14. Macht ihr euch strafbar oder mache ich mich strafbar? Also wenn ihr, ne? Logisch, ne? Und diese ganzen Kleinigkeiten so, ich verstehe einfach nicht, was es da zu diskutieren gibt. Und ich glaube, ich werde das, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Ich glaube, ich werde das sogar verlieren, oh mein Gott. Okay, ich versuche mich noch kurz zu konzentrieren. Ah, es hat nicht gut angefangen. Ich habe kein gutes Gefühl bei den, oh meine Güte, 25 zu 25. Das wird ein knappes Spiel, meine Freunde. Das wird ein knappes Spiel. Ich würde auch sagen, dass wir uns alle beruhigen. Bisschen entspannen, weil ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe schon bei Frauen echt Geschmack. Also ich bin auch nicht wirklich einer, der jetzt die wahre Liebe sucht oder sowas. Aber ich treffe mich halt mit den meisten und die mich vom Charakter am meisten überzeugt, die nehme ich, weil ich treffe mich ja nicht mit hässlichen. Oh, ich habe gewonnen, cool. Oh, da, ach du Scheiße, ein Double Kill zum Schluss, das will ich sehen. Das ist nice, meine Freunde, das ist nice. Ich treffe mich eigentlich fast nur mit gut aussehenden. Und die mich vom Charakter am meisten überzeugt, mit der komme ich vielleicht zusammen oder auch nicht. Ich habe jetzt wieder eine Beziehung angefangen nach 2,5 Jahren. Und ich dachte mir, ich lasse die Leute, die mich halt immer so supporten, mit Daumen nach oben und allgemein meine Videos gucken, davon ein Teil davon sein, wenn ihr versteht. Und ich denke, das sollte man schon mit Respekt behandeln. Und ich meine, wenn man sie nicht mag, jeder hat da so seine eigenen Ansichten. Also dislike das Video irgendwie, wenn es euch nicht gefällt. Meinetwegen ist in Ordnung. Ich habe wirklich nichts dagegen, wenn ihr die Videos zum Beispiel mit ihr disliked. Aber irgendwie ein bisschen Anstand muss schon sein. Vor allem, es gibt ja auch so diese, egal, ich will denen keine Aufmerksamkeit schenken. Aber überlegt euch nochmal, was ihr da überhaupt tut. Ich meine, mich macht ihr damit nicht traurig, wenn ihr versteht. Mich macht ihr damit nicht traurig. Aber in Zukunft denke ich, wenn das nicht anders geht, werde ich nur noch die Mädchen in meine Videos reintun, die ein Selbstvertrauen hoch 10 haben. Hat ja meine Freundin auch, also sie hat ein gutes Selbstvertrauen, aber es ist immerhin ein Mädchen und das ist nicht so wie bei mir, wenn ihr versteht. Deswegen, wenn ihr eine Freundin haben wollt, dann macht's nicht. Ich habe da meine eigenen Tricks, ich kenne alles, ich weiß alles, aber dies verrate ich nur an die besten Fans, die mich immer supporten, an die verrate ich das irgendwann. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ich werde jetzt noch bis zu Advanced Warfare ein COD-Countdown machen wahrscheinlich, wo ich jeden Tag ein Video versuche zu uploaden. Es wird ein bisschen kürzer sein wegen meiner Internetleitung. Außerdem muss ich auch noch Videos auf meinem zweiten Kanal uploaden. Und dazu werde ich auch noch gleich ein Video machen. Das wird dann am nächsten Tag wahrscheinlich hochkommen. Und dazu gibt es mehr Informationen später. Wenn ihr das auch wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Daumen nach oben, Mann! Und bis zum nächsten Video. Tschüss!